Alde Marbles, 1981 auch bekannt unter seinen zwei Alternativtiteln Kesse Bienen auf der Matte aka The California Dollstjahr. Echt schade, dieser im Grunde sehr gute Film wurde leider vollkommen daneben vermarktet. Was hier noch zu VHS-Zeiten bereits betrieben wurde, war schlicht Etikettenschwindel. Der Titel Harry lässt die Puppen tanzen regt allenfalls zur falschen Vermutung an. Der Columbo-Darsteller Peter Falk hätte sich hier für ein seichtes Softsex-Filmchen oder etwas in der Art hergegeben. Dabei ist Kesse Bienen auf der Matte eigentlich sogar ein richtig klasse Film. Denn hier kommt alles vor, witzige Dialoge, gute Darstellerleistungen und etliche traurig-komische Momente. Harry Sears, Peter Falk. Ein heruntergekommener, abgewrackter Manager tingelt mit seinen zwei Damen-Wrestlerinnen. Iris und Molly, Vicky Frederick, Laurene Landon, nur noch durch die Provinz. Wir befinden uns in den 1980er Jahren. Überall ist die desolate Wirtschaftslage zu spüren. Die glorreichen Tage des Catchens sind lange vorbei. Jeden Abend müssen sich seine Kämpferinnen in irgendeiner kleinen Halle für nur ein paar lausige Dollar pro Auftritt, abzüglich Gebühren wie für Handtuch, Seife und anderen absurden Nebenkosten, fast die Knochen brechen lassen, während er draußen mit anderen Managern oder schmierigen Agenten über den nächsten Fight herumschachert. Normalerweise könnte man jetzt also davon ausgehen, dass es sich so endlos hier hinziehen würde. Aber zufällig bekommen alle nochmal die große Chance, gleich einen richtigen Haupt- und Titelkampf plus dazu ordentlichem Preisgeld zu ergattern. Allein schon die Trostlosigkeit, in der das Ganze spielt. Dennoch immer wieder gewürzt mit ironischen Sprüchen bzw. staubtrockenem Humor, das heißt, hier hat die deutsche Synchronisation also wirklich mal Gutes geleistet. Machen so richtig Laune, wenn man sich diesen Film ansieht. Auch Peter Falk selbst hatte hier ganz offensichtlich sehr viel Spaß daran, seine Rolle zu verkörpern. Nebenbei taucht auch noch Burt Young, der Darsteller des Paulie aus den Rocky-Filmen, als, wie schon gesagt, sehr schmieriger Agent auf. Auch die American-Football-Legende Joe Green, der echte, ist kurz zu sehen. Die beiden Darstellerinnen wurden von Mildred Burke, einer richtigen Wrestlerin, trainiert. Schauspielerin Kathleen Turner bewarb sich damals für eine Rolle in diesem Film, ging aber leer aus. Der Film stammt aus dem Jahr 1981, Regie führte Robert Aldrich und erfuhr bis heute noch keine DVD-Wiederveröffentlichung, obwohl Peter Falk leider am 23. Juni 2011 im Alter von 83 Jahren verstarb. Seitdem schon einiges von ihm neu aufgelegt wurde, schafft man es irgendwie nicht, den Film hier rauszubringen. Ab und zu läuft er nochmal im Free TV. Wer aber nicht erst bis dahin warten möchte, kann hier ganz unbesorgt, preisgünstig natürlich zuschlagen. Kauftipp.